Sagen wir, das stimmt jetzt alles, ne? Ich habe alles eingestellt, ich fühle mich wohl, so wie ich mich fühle, ne? Mhm. Alles ist perfekt, ne? Dann ist ja Destiny 2, also für mich jetzt eigentlich so, ist ja nicht so ein Shooter, wie wenn ich jetzt COD spielen würde oder so. Ist ja schon nochmal genau. Ein bisschen spezieller mit all diesen Fähigkeiten, die du hast, und jeder andere hat wieder andere Fähigkeiten, bla bla bla, oder? Wie finde ich das perfekt, oder wie würde ich jetzt in so ein Match reingehen mit dem perfekten Loadout, mit allem, was dazugehört, mit allen Mods, die mich halt wirklich unterstützen, ne? Ja, sagen wir, ich würde jetzt einfach, keine Ahnung, ins Spiel reingehen und rasieren wollen. Auf was achte ich? Ach, du meinst jetzt in-game, oder ich weiß jetzt nicht genau, auf welchen Punkt du jetzt eine Antwort haben möchtest, beziehungsweise auf was willst du achten? Ausrüstung und entsprechende Mods. Ach so. Genau. Ja gut, da gibt es dann in Destiny vor allem die Unterscheidung zwischen den PvP und den PvE-Mods. Es gibt sehr, sehr viele Mods, die du im PvP gar nicht gebrauchen kannst, und es gibt eigentlich nur eine Handvoll an Mods, die du wirklich benutzt. Im PvP? Genau. Okay. Und da ist jetzt doch, sagt dir Charged with Light was? Also aufgeladen mit Licht? Das sagt mir was, ja. Das sagt mir was, ja. Die sind durch 120er Handcannons sehr, sehr beliebt geworden, weil es da eine Combo gibt, ein, zwei Kombos, mit denen du halt konstant mit zwei Schüssen in die Rübe töten kannst, wenn du gewisse Sachen hast, wie zum Beispiel einen Orb aufgeladen, Teammate hat eine Ulti gezogen. Sowas sind ganz wichtige Kombis. Dann, was die Mods selber angeht, es geht im Grunde immer darauf, wenn du jetzt bei dir guckst, beziehungsweise bei mir im Stream, weiß nicht, wo du gerade schneller gucken kannst, die Mods, die deine Stats boosten, also in der ersten Reihe, diese Sachen wie Erholungsmod, Disziplin, Intellekt, Belastbarkeit. Da ist es wichtig, das unterscheidet sich von Klasse zu Klasse, welche Mods man da, also auf welche Stats man da geht, weil wenn du jetzt in deinem normalen Übersichtsfeld bist, siehst du ja diese unterschiedlichen Stats, wow, Mobilität, Belastbarkeit, Erholung, Disziplin, Intellekt und Stärke. Richtig. Und da gibt es einiges an Unterscheidungen zwischen PvE und PvP. Zum Beispiel willst du im PvP eigentlich immer, wenn du es kannst, 100 Erholung haben. Das liegt daran, dass Erholung sorgt dafür, dass du schneller anfängst, wieder HP zu regenerieren, und das eigentliche HP regenerieren auch viel, viel schneller abgeht. Und du musst bedenken, da gibt es dann Unterschiede von 0, dauert es ziemlich, ziemlich lange, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber da steht hier auch zum Beispiel jetzt dran, wenn du 100 Erholung hast, so wie ich jetzt, dann regenerieren sich deine HP 43% früher und schneller. Okay, und das was natürlich. 50%, und das entscheidet oft zwischen Leben und Tod. Okay, also das macht eigentlich auch so den Unterschied aus dann, ne? Genau, okay, das ist einer der Gesetze. Okay, entgegen, alles klar. Entgegen, was viele sagen, Mobilität, also das ist auch ein häufiger Anfangsfehler, Mobilität auf Warlock und Titan fast komplett zu vernachlässigen. Der Stat sorgt, viele sagen, es würde deine Sprintgeschwindigkeit erhöhen oder sonst was. Nein. Mobilität erhöht deine Laufgeschwindigkeit, also wenn du nicht sprintest. Mhm. Sagt dir das Wort Strafen was? Nein. Das ist, wenn du mit einer Waffe zielst. Ja. Und dann zum Beispiel nach links und rechts gehst, um halt den Kugeln des Gegners auszuweichen in einem 1 gegen 1 Kampf. Ach so, okay. Das nennt man Strafen. Strafen, okay, alles klar. Mobilität-Stat sehr, sehr wichtig, dass man da ein paar zumindest hat. Deswegen sage ich immer so, wenn es geht, 30 bis 40 Mobilität haben. Das ist. Ich rede jetzt aber eher Richtung Godroll-Builds, so was man wirklich haben kann, erzielen kann. Bei den meisten Leuten, die jetzt weniger aktiv spielen, beziehungsweise nicht so viel Wert auf Rüstung legen, den würde ich eigentlich grundlegend immer ans Herz legen, zu sagen, hohe Erholung möglichst hoch und Intellekt hoch. Intellekt sorgt dafür, wie schnell du deine Ulti regenerierst. Das steht auch dran, wenn du da jetzt drüber hoverst. Zum Beispiel bei mir auf Tier 8, also ich habe jetzt 81, dann hast du 4 Minuten
deine Ulti, ohne irgendwelche Einflüsse durch Kills oder sonst was. Also rein die Ladezeit. Das ist nämlich der zweite wichtige Stat im PvP. Weil, wie dir vielleicht in Trails aufgefallen ist, und vor allem mit der Klasse, die du spielst, es wird sehr viel auf die Ulti gespielt. Mit deiner kriegt man 3 bis teilweise 4, je nachdem wie langsam die Gegner spielen, Ultis pro Match. Im Normalfall kriegst du 1, maximal 2, wenn man eine andere Klasse spielt als deine. Okay. Und die Dinger können halt, eine Ulti kann eine komplette Runde ohne Probleme entscheiden, zum Beispiel in Prüfungen. Ach krass, okay. Wenn du die ordentlich spielst, macht eine Ulti Match-Win oder Match-Lose schon aus. Gut, kurz dazwischen grätschen, oder ich muss schnell dazwischen grätschen, sorry. Vielen lieben Dank für den Host und für die Revanchierung von gestern. Dankeschön. Dann möchte ich noch schnell begrüßen. Ilias, moin, schön, dass du da bist. Andy Edition, herzlich willkommen. Absolut, da habe ich auch noch nicht gesehen. Moin, schön seid ihr alle hier. Wir sind aktuell gerade mittendrin, oder ich bin aktuell mittendrin gerade mit PsyCosmic am besprechen, wie ich, oder besser gesagt, die PvP-Basics am besprechen, damit ich mir ein bisschen ein besseres Bild machen kann, wie ich in Zukunft vielleicht besser werden könnte oder an was ich arbeiten muss und wie oder auf was ich mich fokussieren soll. Das ist so das Thema. Scorpion, moin, auch an dich. Und iFeel, nochmals vielen lieben Dank. Herzlichen Dank, wirklich. Fettes Danke. So, also, sorry PsyCosmic, wir wurden gerade unterbrochen von iFeels netter Geste, muss ich echt sagen. Das sind echt tolle, nette Leute, dankeschön. Soulkilling, auch dir, danke für den Follow, vielen lieben Dank. Ja, den Herrn, den ich hier habe, Leute, einfach nur, damit ihr es auch nochmal wisst oder dass ich es nochmal gesagt habe. Der gute PsyCosmic, folgt ihm doch gerne auch auf seinem Kanal. Ich habe einen Command eingerichtet, den könnt ihr triggern. Joker hat das gerade gemacht, PsyCosmic. Hat einen Twitch-Channel, streamt selber auch. Du bist da aber hauptsächlich im PvP unterwegs, oder? So. Tatsächlich, ja. Hin und wieder unter der Woche, wenn nichts anderes zu tun ist, auch in PvE. Ich aber bin schon eigentlich ein Allround-Spieler, aber ich liebe es PvP eigentlich. Okay, okay. Und bei dir sieht man dann auch wirklich gutes Gameplay, ne? Wenn du das so nennen willst. Ja, nicht so wie bei mir zumindest. Also bei mir siehst du aktuell halt wirklich nur so, Alter, der Noob hat nichts im Griff und so. Das ist absolut wahr, dazu stehe ich auch. Weshalb wir das eigentlich machen, ist, mich hat die Bounty extrem gefixt, weil ich gemerkt habe, ey, scheiße, ich kann gar nichts. Und deswegen sind wir dann auch mit PsyCosmic halt ins Gespräch gekommen. So, also wir waren gerade bei Erholung und bei Intellekt. Ich sehe gerade, das sind also die zwei wichtigen Stats, die auch eher hoch sein müssen. Ja, wegen der Super zum einen und wegen der schnelleren Regeneration. Habe ich das so richtig verstanden? Genau. Ich würde dann jetzt weiter durchgehen, einmal, dass wir alle Stats haben. Okay. Belastbarkeit. Ja. Ist eine Sache. Leuten, die neu sind im Bauen ihrer Builds, würde ich das sagen, können sie getrost größtenteils ignorieren. 20, 30 haben, fertig. Für die, die viel PvP spielen, vor allem in der aktuellen Meta, 60. Nicht mehr, nicht weniger. Wieso kommst du genau auf den Wert 60? Oder wieso ist das genau? Das hätte ich jetzt angefangen zu erklären. Okay, sorry. So, es ist in Destiny so, man hat eine Grund-HP-Zahl, die müsste ich mal schnell googeln, ich meine 188, 186, gut. 186 ist die Grund-HP von jedem Hüter. Genau. Okay. Und viele Leute denken, eventuell Belastbarkeit würde jetzt deine Resistenz gegen Schaden erhöhen oder sonstiges. Jein. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Du erhöhst nicht deine Resistenz, sondern du erhöhst deine HP selber. Mit jedem Tier, das du hast, also mit jedem 10 Stufen, weil es ist ja jetzt so, dass man immer bei 10 gibt es einen Boost, bei 20, 30, 40, 50, 60 bis 100. Du kennst ja das System, dass alles unter den 10er Stufen ist ja egal. Ja. Und dementsprechend ist es halt bei Belastbarkeit so, dass du immer +2 bzw. +3 bei manchen Stufen an HP dazu bekommst.
Und ich weiß nicht auswendig, wo du bist bei 100, bei 60. Ich meine, du bist bei 197 oder 196 HP. Aber es ist halt dementsprechend genau die Zahl, die du brauchst, um mit einem bzw. zwei HP zu überleben. Wenn dir jemand mit einer 120 Kugeln pro Minute Handcannon, also so wie die ich jetzt gerade drin habe auf dem zweiten Slot, die ja aktuell Hardcore-Meta sind, die ja alle spielen, um da, wenn die, die gibt es ja mit Damage-Perks, hatte ich dir ja vorhin gesagt gehabt, so wie dieser aufgeladen mit Licht-Kombo und Co., die ist aber jetzt von dem, was ich jetzt gerade sage, ausgeschlossen, sondern so Sachen wie Toben, Killclip, die boosten ja den Damage. Und wenn du da einen Damage-Boost drauf hast, kannst du Leute mit unter 60 Belastbarkeit mit zwei Schüssen in den Kopf töten. Ansonsten, wenn sie 60 oder mehr haben, würden sie diese zwei Schüsse überleben. Ah, okay, alles klar. Also so schützt man sich eigentlich von diesem Bild dann. Genau. Okay. Wobei das Charge with Light Mod, die Mod-Kombo dann eine Ausnahme ist, weil sie halt 108 in den Kopf macht und damit mit zwei Headshots 216 Damage. Da gibt es nichts, was dich davor schützt. Deswegen sagte ich ja, das ist eine Ausnahme. Okay, alles klar. So, gut. Dann Disziplin. Disziplin ist, wie schnell sich deine Granate auflädt. Wenn du da jetzt drüber hoverst, siehst du ja Granaten-Ability-Cooldown. Also wenn du bei dir drüber hoverst, bei mir drüber hoverst, siehst du nicht viel. Bei dir stehen da ein paar mehr Infos dann. Bei mir? Ja, genau. Wenn du in deinem Charakter bist, dann kriegst du eine komplette Beschreibung, was dieser Stat macht. Ja. Und da siehst du es ja, Disziplinstufe 3, Granatenfähigkeit, Abklingzeit und dann hast du dann einen Counter und nach 1 Minute 22 ohne irgendwelche Boost-Effekte oder sonst was, ja, hast du deine Granate wieder. Es gibt dann genug Abilities in deinem Subclass, also in deinem Case Reach oder bei mir in Top 2 Dawnblade, was ich spiele, die das beschleunigen oder sonstiges. Das heißt, du sitzt nicht immer fest auf diesen 1 Minuten 22, aber das ist so diese Grundzeit. So wie mit der Ulti. Okay, ich sehe, da sind wir auch ziemlich ähnlich aufgestellt, ne? Jetzt ja, bei der Granate. Da ist zum Beispiel ein großer Unterschied zwischen PvP und PvE, als Warlock zumindest. Weil im PvE spielt man als Warlock ja meistens den großen Brunnen mit den Heilgranaten. Die möchte man ja möglichst häufig haben. Dementsprechend habe ich zum Beispiel ein Disziplinbild von 90 im PvE, aber im PvP nur 30. Das ist so der Unterschied auch nochmal zwischen Hardcore-Spieler und normalen. Weil wenn du mich jetzt mal inspizierst, siehst du ja jetzt meine Rüstungsstats aktuell. Das ist meine Rüstung für PvP. Wo? Ja. Und wenn ich jetzt mal hier einmal durchwechsle, siehst du jetzt meine Stat-Verteilung, die ich im PvE spiele. Ja, da hast du viel mehr auf Granaten, ja? Genau. Sehe ich schon, ja. Okay, alles klar. Alles klar, ja. Okay, ja, also der Fokus, ja, okay. Also, okay, aber das heißt auch generell ist der Fokus komplett anders gelegt. Also im PvE ist es meistens, spielst du da komplett andere Stats als jetzt im PvP. Ich sehe gerade in deinem Chat, sagt jemand, dass mit den 6 Belastbarkeit stimmt nicht, es reichen 5. Nein, du brauchst 6. Weil 5 schützt dich vor dem Haudegen-Buff auf den Handcannons, 6 schützt dich aber auch vor Toben. Das letzte, was wir noch haben, ist Stärke. Genau, das ist der meiner Meinung nach am unwichtigsten Stat, zumindest als Warlock. Ja. Ist halt das gleiche wie mit der Granate, mit der Abklingzeit. Und das ist Nahkampf, ne? Genau, wie schnell sich der Nahkampf auflegt. Zum Beispiel bei die Subclass, die ich spiele, ist ja halt für mich komplett irrelevant, weil wenn ich mit meinem Nahkampf-Melee, diesen Schmeiß-Melee, kennst du ja, Celestial Fire heißt der, wenn ich damit einen töte, habe ich die Hälfte von dem Ding sowieso schon wieder. Und wenn ich dann nochmal einen, während ich in der Luft bin, töte, soweit ich das gerade in Erinnerung habe, alle Angaben ohne Gewehr, kriege ich ja die meisten Sachen auch wieder. Deswegen hängt das auch alles stark von dem Bild ab, was du wirklich spielst im Endeffekt. Okay, aber wenn ich mich jetzt anschaue so, dann entspreche ich ja nicht diesem Bild, ne? Ich habe nicht mal 100 Erholung, was definitiv schon mal wahrscheinlich der erste Fehler ist, ne? Mhm. Weil ich bin aktuell auf 89. Intellekt ist dafür fast auf 100. Da bin ich bei 93. Aber ich glaube, ansonsten ist die Verteilung nicht so clever, weil ich auch viel zu viel Stärke habe wahrscheinlich. Wie würdest du jetzt vorgehen bei mir? Ich meine, wie gesagt, bei mir stimmt ja eigentlich komplett alles nicht. Kann ich überhaupt das so anpassen, dass es dann ungefähr passt oder eher schwierig?
Ja, kannst du. Hast du die, wie heißen die nochmal im Deutschen, aszendente Bruchstücke? Die Golfbälle? Ja, habe ich. Habe ich. Golfbälle aktuell habe ich 7. Ja gut. Der Punkt ist, du hast zum Beispiel keinen von den Erholungsmods auf deinen Schuhen drauf. Dementsprechend könntest du da nochmal auf 99 gehen, wenn du sie jetzt, mach das bitte nicht, okay. Meisterwerken würdest, die Schuhe. Also den Erholungsmod kannst du draufklatschen. Aber wenn du sie meisterwerken würdest, würdest du auf jeden Step nochmal plus 2 bekommen. Und dann hättest du ja die 100 Erholungen im Grunde. Aber ich müsste Erholungsmod schon 4 machen, oder? Plus genau, 10 Erholungen, genau. Ne? Das heißt, ich brauche noch 4. Du kannst jetzt gerade aber auch den 2er draufhauen, weil das macht erstmal keinen Unterschied. Ja gut, ich hau gleich den 4er drauf. So, komm. Gut, ja, dann komme ich auf 99. Ne? Genau. 99 Erholung. Und das wäre jetzt der Punkt, der mit dem Meisterwerk von den Schuhen ausgeglichen würde. Zu den Schuhen, ach aber so, bei deinem okay. Bild jetzt gerade. Du ja. spielst die Schuhe wegen der Ulti, wa? Das ist richtig, ja, genau. Weil mir das mal gesagt sag worden die ist, nicht das ganze Match. Was? Sag die nicht das ganze Match. Die Schuhe bringen dir keinerlei Vorteil, solange du nicht 3/4 von deiner Ulti hast. Solange du 3/4 von deiner Ulti nicht hast, sind diese Schuhe komplette Verschwendung. Okay. Dementsprechend spielen sehr, sehr viele, wenn du jetzt mal mich anguckst, haben viele, das hier sind jetzt die Geomax bei mir, haben die nur drinne, wenn sie 3/4 der Ulti haben, um sie eben schnell aufzuladen und dann zu killen und wechseln danach direkt wieder auf die transversiven Schritte. Transversive Schritte sind so ziemlich das Meta-Exo auf dem Warlock für PvP. Alle spielen's, sag ich so. Alle ab einer gewissen Elo spielen's. In gewissen Turnieren darf man nicht mehr als einen im Team haben. Dementsprechend hast du, wenn du 2 Warlocks spielst, noch einen, der Ophidian Aspect spielt. Das sind die Handschuhe, mit denen du mehr Melee-Reichweite hast und schnelleres Waffen switchen. Okay, aber die transversiven Schritte, was tun die denn? Also, wenn du sagst, die spielen deine alle... Deine Sprintgeschwindigkeit ist schneller, du slidest weiter und wenn du lange genug sprintest, das sind so 1,5-2 Sekunden, die du durchsprintest, dann lädt sich deine Waffe, die du aktuell in der Hand hast, automatisch nach. Okay, das wusste ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht, ne? Weil ich habe gewusst, dass die Sprintgeschwindigkeit da irgendwie beeinträchtigt wird, aber nicht, dass zum Beispiel auch noch deine Waffe nachgeladen wird bei einer gewissen Zeit. Jede Klasse hat ein Movement-Exo mindestens. Ja. Beim Hunter ist das grundlegend die Stampfer oder Stompies im Englischen. Die sorgen dafür, dass du weiter slidest, höher springst, wenn ich mich nicht vertue, und auch schneller rennst. Beim Titan sind es die Dune-Marchers. Die sorgen dafür, dass du halt schneller sprintest. Bei der Slide bin ich mir bei denen nicht sicher, aber die haben auch noch dieses Zusatzperk mit den linearen Aktoren, die dafür sorgen, dass wenn du lange genug sprintest, kriegst du einen Buff und sobald du dann jemanden melees, die kennst du vielleicht, kommen von diesem Typen dann ein Haufen Blitzer auf alle Gegner in der Nähe. Okay, ja, kenne ich. Das einmal so als grundlegende Erklärung. Okay, gut. Also das heißt, so wie ich gespielt habe, habe ich es eigentlich immer falsch gespielt, ne? Weil ich die Geomag-Stiefel, ne? Mhm. Oder Stabilisatoren, die waren immer komplett verschwendet, weil die bringen erst was, wenn die Ult 3/4 voll ist. Genau, du hast ja auch. Weil es dann schneller nachlädt, oder was? Nein, die Schuhe sorgen dafür, dass wenn du 3/4 hast. Ja. Dann, und dann so ein bisschen mehr, das sind so 2-3 Sekunden Wartezeit, sorgt es dafür, dass der die extrem schnell dieses vierte Viertel auflädt. Deutlich schneller, als du es jemals ohne das kriegen würdest. Also dann läufst du irgendwie, sprintest ein, 2-3 Sekunden in eine Wand und dann hast du deine Ulti voll. Das heißt, es schenkt dir halt jedes Mal 1/4 deiner Ulti. Und dazu kommt halt, wenn du die Ulti zündest, wird dein Chaos Reach jedes Mal verlängert, wenn du jemanden tötest. Okay. Mit der Ulti halt. Aber
ist es nicht total umständlich, die Schuhe mitten im Match zu wechseln? Also ich stelle mir das jetzt noch extrem stressig vor. Weißt du, was ich meine? Wärst du auf PlayStation 4, würde ich dir zustimmen, weil die Ladezeiten ewig lange sind. Aber du musst dir halt mal vorstellen, wenn man jetzt von Trials ausgeht, da hast du ja sowieso zwischen den Runden immer diese Zeit. Du weißt ungefähr, wie weit deine Ulti ist. Dann nutzt du eben die Runden zwischen diese Zeit, wo diese Stats gezeigt werden. Drückst einmal F1, packst die anderen Schuhe rein, fertig. Okay, aber das ist auch so eine Übungssache oder Trainierung, also eine Trainingssache dann wahrscheinlich, ne? Macht der Gewohnheit. Okay, also Muskelgedächtnis. Okay, alles klar. Ja, verstehe ich schon. Okay, gut. Ich habe jetzt bei mir, also so wie du gesagt hast, jetzt mal die transversiven Schritte draufgepackt. Hab da ebenfalls einen Erholungsmod noch draufgepackt, habe jetzt 101 Erholung. Was ja jetzt schon mal okay ist, oder? Ja, das ist definitiv akzeptabel. Benötige ich dann, wenn ich die... gerade drin hast, kann man gut spielen. Aber das Ding ist, wenn ich jetzt die Schuhe wieder wechsle, dann habe ich ja die 100 nicht mehr. Spielt das eine Rolle oder spielt das keine Rolle? Wenn du jetzt wirklich für diese Ulti spielen würdest, der Unterschied zwischen 90 und 100 Erholung sind, 90 müssten 33% sein und 143, ich muss mal nachgucken, ich will nichts Falsches erzählen, genau, 34% hast du mit 90. Also es ist schon ein Unterschied von 9%, klar. Aber in der Runde gehst du ja sowieso rein mit deiner Ulti. Also ich rede jetzt immer von Trials, wenn ich von Runden rede und Co. Ja. Weil es geht ja hauptsächlich um Endgame-PvP dann. Und ja, da hättest du es dann. Und wenn du die Schuhe jetzt meisterwerken würdest, die Geomax, die du da hast. Ja. Dann wären die auch auf 100 Erholung, weil sie ja dann plus 2 auf jeden Set kriegen. Ja, aber das empfiehlst du mir nicht, sagst du. Ich hatte deinen Roll bis gerade nicht gesehen und du hast einen 67er Basisroll. Ist okay, kann man machen. Musst du wissen, ob es dir die Golfbälle wert ist, sage ich so. Also ich würde es nicht machen, weil die Schuhe nicht so geil vom Roll sind, dass es sich lohnen würde. Okay, aber dann würdest du es einfach so belassen. Dann hätte ich einfach nur die 99. Eben, dann würde ich gar nicht erst den Vierer-Mod nehmen, sondern den Zweier, der nur plus 5 gibt. Das reicht ja dann auch schon, dann hast du 94 und hast dir noch 2 Energiepunkte auf dem Rüstungsteil gespart. Okay. Kann ich ja anpassen, ne? Genau. Okay, gut. Dann habe ich das so gemacht, aber wie gesagt, das ist ja nur für die Phase, in der ich dann die Schuhe wechsle, weil grundsätzlich würde ich ja dann mit denen spielen und dann hätte ich ja mein grundsätzliches, meine grundsätzliche Erholung wäre dann ja über 100. Was? Eben, die grundsätzliche Erholung wäre ja dann über 100, wenn ich ja mit den transversiven Schritten spiele. Genau. Ich meine, das macht ja wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel aus, wenn ich die Schuhe dann wechsle und ich bin nicht auf 100. Genau, das ist dann ja eh nur für eine Runde, wenn du eben Ulti ziehst. Ja, und das wäre dann eh kein Game-Changer, denke ich jetzt mal, ne? In so minimalen Fällen, dass es... Also nicht für mich wahrscheinlich, nicht für mein Niveau. Genau, okay, also es wird gut bei dir nicht zwischen Match entscheiden. Okay, gut. Jetzt, das sind so kleine perfide Sachen, die man beachtet, wenn man Turniere spielt oder so. Ach so, okay, ja gut. Okay, wir müssen auch immer noch... Ja, wir müssen auch immer noch davon ausgehen, dass es vor allem auch für Leute oder für Leute halt ist, die zum ersten Mal mit, ja, die gerade anfangen oder die halt einfach wirklich zum ersten Mal in Berührung kommen mit PvP. Aber das ist gut zu wissen, dann weiß ich das. Okay, dass das hier wirklich die Feinheiten sind, die dann halt wirklich, wie du sagst, wenn man Turniere spielt oder was auch immer, dann wichtig ist. Also wenn du jetzt meine Stats so jetzt anschaust, dann würdest du sagen, okay, das passt. Muss ich hier nicht auch noch... Das vollkommen aus. Das kannst du fast diese beteiligen. Was nur diese Hauptmods angeht, passt das. Okay. Ich würde jetzt einmal. Was ist mit der Belastbarkeit? Ist das auch nicht so schlimm? Nur weil du sagst, 20, man überlegt. Ja. 50 kriegst du nicht hin. 30 lohnt sich nicht drauf zu gehen für dich. Das. Entweder 50 oder der Stat ist egal. Okay. Wenn ich mich jetzt mit den 50 an das halte, was der gute Tilted Tommy bei dir gerade gesagt hat. Ja. Ich bin mir da nicht ganz sicher, 50 oder 60. Ich habe für mich gerne 60 drin, bin ich mir nämlich immer die Nummer sicher. Okay. Aber so für einen Standardspieler sagst du jetzt, wenn du nicht auf die 50 kommst, dann scheißegal, scheiß drauf.
Genau. Wirst du halt ein- oder zweimal mehr getötet. Weil gerade bei dir gefragt wird, wie wären die Stats für den Jäger? Für den Jäger gehst du sowieso, also bei allen drei Klassen, erstmal die Erholung, wenn geht, immer auf 100. Beim Jäger ist die Ausnahme zu den anderen zwei Klassen. Da muss auch noch ordentlich Wert auf Mobilität gelegt werden. Wenn du kannst, sind Builds gut, wo du 100 Erholung, 100 Mobilität und 80, 90 Intellekt hast. Und ja, irgendwo was in die Richtung. Ansonsten gucken, dass du so 70, 80 Mobilität irgendwie hinkriegst, wenn du 100 Erholung hast. Linearjägererholung auf 100. Erholung auf 100 bei allen drei Klassen. Das ist grundlegend wichtig fürs PvP, weil du so viel HP, so viel früher auch dein Team wieder unterstützen kannst, sobald du die HP wieder hast. Weil du musst ja bedenken, jedes Mal, wenn du jetzt irgendwie mit, was weiß ich noch, 30, 40 HP übrig in der Ecke sitzt und wartest, bis du wieder voll bist, kannst du weder deinem Team helfen, noch kannst du selber in den Gunfight reingehen. Und je früher du halt wieder da bist mit Full HP, kannst du halt auch wieder deinen Teammates helfen. Okay. Also Erholung auf allen drei Klassen, genau. Das Wichtigste. Intellekt, ne? Ist auch immer gut oben zu haben. Beim Hunter kommt halt noch Mobilität dazu. Was gut ist noch zu erwähnen, ist Mobilität beim Hunter nicht wegen Strafe-Geschwindigkeit oder ähnlichem, sondern weil du bei Mobilität beim Hunter die Klassenfähigkeit auch mit schneller lädst. Beim Titan ist es Belastbarkeit, beim Warlock Erholung. Das heißt, deine Klassenfähigkeit lädt sich auch schneller wieder auf, wenn dein Klassenstat, so hat Bungie das genannt, sich höher ist. Und beim Warlock haben sie halt Erholung gesagt, beim Titan Belastbarkeit, beim Hunter Mobilität. Was ich vorhin bei Mobilität vergessen habe zu erwähnen, war, Mobilität beeinflusst auch deine Sprunghöhe und Weite. Also je höher Mobilität ist, je höher und weiter springst du. Von jedem Charakter. Genau. Okay. Das kannst du bei allem außer Hunter auch. Okay, aber ich finde das halt interessant, weil du gesagt hast, eben Mobilität beim Hunter, weil die Klassenfähigkeit schnell aufgeladen wird, und Belastbarkeit beim Titan, weil da die Klassenfähigkeit, genau, schnell aufgeladen wird. Beim Hunter ist der Dodge, also die Ausweichrolle, halt eine der stärksten Fähigkeiten, die der Hunter zu bieten hat. Und ja, die möchte man halt möglichst oft haben, vor allem weil du mit einem Bild, wo du 100 Mobilität hast, bekommst du auch, sorry fürs Telefon im Hintergrund. Ja, du bist ein gefragter Mann, ne? Also alle rufen an, so, ey, plötzlich so, hey, ich muss mit Cy Cosmic sprechen, unbedingt, ne? Er ist, okay, alles klar. Nein, das kommt, weil bei uns alle Telefone im Haus verbunden sind, dementsprechend, wenn alles so klingelt. Ach so, ist schlimm. Okay. Shackerblade, übrigens, Dankeschön für 3 Monate. Dankeschön. Und ja, dementsprechend, wenn du mit 100 Mobilitätsbild hast, bekommst du halt deine Ausweichrolle alle 9 Sekunden. Und das ist halt schon nicht schlecht zu haben, wenn du damit halt jeweils immer ordentlich pushen kannst, beziehungsweise ja, da kannst du ja gefährlichen dort Situationen retten kannst. Okay, aber dann kannst du ja dort 100 Mobilität, 100 Erholung, oder? Genau, man versuchen auf achten, das dass zu man gehen, nicht zu niedrig sinkt bei Intellekt, weil wenn du so in diese 30, 40, 50 Intellekt-Richtung gehst, wird es schon sehr, sehr knapp, dass du bei schnellen Matches deine eine Ulti überhaupt mal voll kriegst vor Matchende. Okay. Also du kriegst sie voll, aber teils echt zu spät. Ja, das, und ich mit 94 jetzt habe da weniger Probleme, nehme ich mal an, ne? Du hast da gar kein Problem mit. Okay, ich krieg da wahrscheinlich so 2 bis 3 Ultis pro Match, oder? Bin sofort wieder da? Ich werde ihn gleich fragen, da wir jetzt die Stats mal durchgegangen sind, was sich aktuell für ein Loadout lohnt. Er hat schon 2 bis 3 Mal angesprochen, dass die 120er Handfeuerwaffen halt aktuell wirklich in gewissen Builds sehr, sehr krass Meta sind oder halt wirklich stark sind. Aber ich bin gespannt, was er mir empfiehlt, ja, weil, weiß er nicht, es gibt auch noch andere Sachen, ja. Muss wahrscheinlich wirklich auch jeder selber wissen, ne?